Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei der Folge, ach, bei der Folge, bei Satisfactory. Und ich habe mir schon mal hier einen geeigneten Platz ausgesucht, hier für unser Ölvorkommen. Wir haben hier zwei Stück direkt nebeneinander. Und hier unten drunter, also wenn die hier lang laufen oder aber auch hier runter, dann ist dort noch eine. Und ich habe gerade schon zwei Schneckchen gefunden. Irgendwo da ist die zweite, dritte Vorkommen. Da müsste ich das aber bis hierhin hochpumpen und da bin ich mal gespannt, wie das hinhaut, wenn wir das da noch brauchen. Schöner Wasserfall hier. Und ja, ist nicht weit von meiner Base weg, seht ihr, sind 600 Meter gerade mal gewesen. Also alles paletti. Ich habe mir schon eine To-Do-Liste gemacht hier rechts an der Seite, damit ich weiß, wie viel ich ungefähr mitnehmen muss. Und ja, damit wollte ich jetzt anfangen, ne? Mit ein bisschen Öl und Gummi und so was herstellen. Ich glaube zwar nicht, dass der Platz hier reicht, sonst müssen wir nach hier oben verschieben. Aber das Testen war einfach mal. Ich gucke erstmal. Ich habe natürlich Strom vergessen mitzunehmen. Produktion. Und hier kann man eigentlich auch. Achso, den, das war die falsche. Ich muss ja die Pumpe holen. Gut, machen wir das so. So. Pumpen, glaube ich, auch nicht so viel, ne? Doch 240. Und dann schauen wir mal. Nicht Ölpumpe, sondern die Raffi ist. Stellen wir eine schon mal hier hin. Und gucken mal, was wir damit machen können. Also, wir brauchen auf jeden Fall Kunststoff. Und zwar den hier. Aber wir brauchen zuerst das Treibstoffgemisch. Erstmal Rohstoff. Nein. Das heißt. Wir brauchen dafür erstmal. Ach, das ist ein Alternativ. Ach, wir brauchen das hier. Genau, das hier. Das hier und das hier. Ich gucke mal, wie viel brauchen wir denn? 30 pro Minute. 30 Rohöl. Der macht 240. Das heißt, wenn ich so mache. So, der Rechner voll. Eine mehr. Ich will hier der Onkel Krähtante hier verscheuchen. Hier, geh mal weg. So, dann können wir noch einen hier hinstellen. Und aus den allen machen wir erstmal Kunststoff. Das Problem da drin ist jetzt nur, dass wir wahrscheinlich für die keinen Strom haben, ne? Die verbrauchen 30 Megawatt. Ne, da müssen wir auf jeden Fall mehr Strom an den Mann bringen. Das auf jeden Fall. Aber die werde ich nochmal hier hinstellen, aber dann hier hin. Und zwar andersrum.
So, die hätten wir dann auch schon mal. Der kann hier dran und der andere kann da dran. Hier machen wir dann Gummi. Auch 30 Rohöl pro Minute. Da würde ich das tatsächlich so machen, dass wir hier mit den normalen gehen und nicht mit den Hosing-Dingsbums da. Pipeline. Hallo? Pipeline? Irgendwie wollte das nicht. Hätte zu schön sein können, wenn das mit einem Mal durchginge. So, da brauchen wir Kreuzungen. Dadurch, dass hier nicht keine große Steigung ist, werden wir hier auch keine Pumpen brauchen. Bereiten wir wenigstens schon mal alles vor. So. Und so. Moment bleiben. So, entschuldigt bitte, Katzenterror. So, jetzt geht's so weiter. Ich werde den Strom schon mal nach oben legen, aber noch nicht anschließen. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben doch diese geilen Dinger. Idee. Einmal hier hin platzieren. Und dann von dem hier aus müsste das eigentlich da dran gehen. No. So. Aber dann von ihm hier nach dahin. Tja. So, da kämen wir bis hierhin. Und warte mal. Nein. Oh, der ist ein bisschen blöd. Obwohl die zwar noch nicht angeschlossen sind, aber ich kann die erstmal so lassen.
So, mache ich den bis hier und dann kommt der nachher da dran. Und das heißt, wir müssen uns aber erstmal noch um ein bisschen Strom kümmern. Ein bisschen Strom braucht der Mensch. Da muss ich mal gucken, dass ich unten komplett wahrscheinlich umbaue. Das heißt, den kompletten Strom kappen und mal komplett umbaue. Weil ich glaube, wir könnten so um die das Doppelte machen, was wir hier stehen haben. Dadurch, dass wir hier... Ne, wir haben noch immer noch die Pipeline 1, ne? Aber alleine schon dadurch, dass wir hier nur die 1er dran haben, ne? Oder habe ich hier schon überall die 2er dran gemoppelt? Das ist alles die 1er, genau. Das heißt, wir brauchen 2, 4, 6. Den Dingern. Und dann können wir die nämlich verdoppeln. Das heißt, ich würde hier alles abbauen, erstmal den Strom komplett abstellen und dann alles abbauen und neu bauen. Das ist so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Abreißen brauche ich jetzt nichts, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier alles angestellt. Oder eingestellt. Kolonne 1. Das ist der Kohle 2. Das heißt, wir könnten dieselben Anzahl eigentlich nochmal machen. Und zu einem jeweiligen davon machen. Wie viel habe ich davon noch von den Sachen? Reicht. Das heißt, normalerweise... Wie sind das immer? 1, 2, 3, 4, 2. Ah, was? 5 Stück nur? Hier. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Okay. Schade, dahinter kann ich nicht bauen wegen den Dingern hier. Auf jeden Fall brauchen wir viel mehr Strom. Braucht ihr ungefähr einen Platz? 1, 2, 3, 4. Nicht gut? Ja, ja. Mein Kätzchen spricht gerade mit mir irgendwas Schönes. So, das heißt, ich könnte hier auch noch mal Grüppchen machen. Das heißt, da brauche ich jeweils noch 2 Pumpen für hier hin. Die würden aber nicht mehr hinpassen. Aber es ist eine Gruppe, eine Zweier. Die würde hier hinpassen. Habe ich keinen Beton mehr. Gehen wir eben holen, aber wir bauen unbedingt noch. Wir gehen ja jedes Mal auf Rot. Wieso kommt hier zu wenig Kohle an? Grund kommt hier zu wenig Kohle an.
Naja. Werden wir nachher sehen. So, knallen wir die erstmal da rein. Ach, das ist schon einer, okay. Weil ich bei dem nur an einer dran hatte. Aber jetzt müssten aber genug ankommen. Deswegen hatten wir auch immer diese Hopsa-Dinger hier, warte mal. Diese Gungezackeria. Na, hier, guck mal, das war nämlich schon wieder hier runter am Gehen. Batterien haben nämlich die ganze Zeit nur mitgeholfen und zum Teil. Aber wir sind aber echt schon ganz schön arg an der Kante, ne? Ja, das heißt, sie müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, ein paar weitere Reihen zu machen. Eventuell hier eine Reihe dran und ein paar Reihen da hinten dran. Oder ich baue die alle da dran, also mehr Platz, ne? Wohl eigentlich egal, eigentlich müssen wir überall noch was dran machen. Also am besten die ganzen Reihen. So, machen wir das erstmal. Muss aber gucken, wie die hier ist Kohle 2. Na? So, und hier könnt ihr einen Output dabei machen, und zwar nämlich so. Kohle 2, Output, Kohle 2, nur leider geht das mit Input nicht. Aber hier ist ja dann nicht so schlimm. Nein. Hier schon mal voll pumpen. Nee, falsch. Mist. Wenn ich das hier
Sah da höllisch schlimm aus, aber ach, das ist nichts. Ach, das ist ja blöd. Habe ich die Daisies nicht genommen hier. Das ist ja blöde. Hör auf. So, der bringt dann auch schon mal Strom am Start, wenn das mit dem Wasser klappt so. Achso, ich sollte ja Wasser auch hier anbringen, ne? Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so, so schlimm, schlecht. Das Beste vergessen hier. Das Gleiche könnte man fast auch hier machen. Hier leider nicht. Für den Ottis hier. Ich glaube, die passen eh nicht mehr hier, ne? Doch. Stimmt, ich habe keinen Beton mehr. Beton, Beton. Ich werde hier unten eh wahrscheinlich nochmal alles abreißen. Spätestens dann, wenn wir den Treibstoffstrom kriegen, dann werde ich wohl alles unten wegmumpeln. Ich denke, das sollte reichen. Ja, ein paar Schnecken habe ich auch noch drin. Die habe ich schon auch noch gefunden. Na, die größte da oben seht ihr schon, die haben wir fast fertig. 245 haben wir noch, die müssten eigentlich schon drin sein, aber ich lasse es einfach mal weiterlaufen. Oh, ich könnte ihn natürlich auch ein bisschen eine Etage höher stellen, ne? Oder aber einfach mal schauen, ob ich die hier dran machen kann. Sind ja nur vier. Und Hauptsache Strom, wa? Zwar nicht, dass das reicht von hier bis da, aber oder ob das passt, sagen wir mal so.
Ach, passt wohl. Nein. Ach, mal so. Hier wäre ich fast schon wieder hier runtergefallen. Sieht zwar total kacke aus, aber naja, was soll's. Auch die falschen genommen. Egal. Das dann in den nächsten Strom passt. Da hat man den Zweier dran, dann machen wir. Nee, da hat man den Zweier. Achso, der hat schon hier Zweier dran. Eben kurz auf eine Seite gucken, ich bin gleich wieder da. So, ich baue mir nur auf einer schlauen Seite, wie viele ich an einem 240er Kohle-Ding dran machen kann. Und zwar sind es 16 Kohlegeneratoren. Hier sind schon 8 dran, nochmal 4 und nochmal 4 sind 16. Das sollte dann also reichen. Wenn die da nichts dran geändert haben, weil die Seite ist schon ein bisschen älter. Ach, jetzt habe ich keine. Ach, alter Falter, ey. Sprech ins Essen. Gehen wir nochmal ins Lager. So, noch ein paar von denen. Sollte erstmal reichen. Gut, dann Schwollbladen. Das hier können wir mal wegschmeißen. Das hier genauso. Wo ist denn die Tür hin? Oder eher gesagt die Wand. Mal weggemacht für Strom, ne? Wahrscheinlich.
alles in der Line sein. So, Krone 2. 2. 2. Krone 2. Bin aber gerade am Überlegen. Krone 2. Muss eigentlich der sein, ne? Ja. Stehen wir ein bisschen auf Bohre. Auf 270. Muss mal wieder auf Schneckenjagd gehen, aber das mache ich wohl alleine dann. Mache ich wohl mal eigentlich AFK. Wo kann man denn die Dinger nochmal machen hier? Hallo? War doch in der Werkbank, oder bin ich blöd? Na hier, direkt ganz oben. Mahlzeit. Sogar die dann gefunden, okay, die behalte ich mal auf, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die da brauche. Ne? 270, weil schneller geht es eh nicht. Damit da noch genug ankommt. Gleich mache ich mal hier. Weil da scheint schon die doppelte Anzahl an durchzukrasseln. Aber die sollten jetzt auf jeden Fall laufen. So, Produktion haben wir gespeichert, gesteigert. Ob das jetzt reicht, weiß ich nicht. Eventuell mache ich da noch ein paar hin. Das muss ich mal gucken. Das mache ich dann aber zwischen den Aufnahmen. Also würde ich versagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobrat. Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuschauen.